auch die nahezu perfekt ausbalancierte Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Alfa Romeo Stelvio abseits der Straße auf eher ungewohntem Terrain befindet. Der Stelvio punktet mit der direktesten Lenkung im Segment sowie einem modernen Fahrwerk mit innovativer Alpha-Link-Technologie und bietet damit Fahrvermögen auf absolut höchstem Niveau. Das geringe Gewicht wird durch die gezielte Verwendung von Hightech-Materialien erreicht. So ist beispielsweise die Antriebswelle aus Kohlefaser gefertigt. Die Fahrwerkskomponenten sowie der Motor bestehen weitestgehend aus Aluminium. Komplett aus Alu gefertigt sind die Motorhaube sowie die elektrische Heckklappe, die Kotflügel und auch die Türen. Optimale Traktion und sicheres Fahrverhalten auch unter schwierigen Bedingungen garantiert der Allradantrieb Alpha Q4. Auf diesen Bewegtbildern deutlich erkennbar bieten die Reifen. Beim Testwagen handelt es sich um 255 mm breite, deutlich straßenorientierte Profilblöcke, die Grenzen der Offroad-Fähigkeit. Der Stelvio schlägt sich auf diesen Bildern ganz tapfer. Jedoch sieht man an der einen oder anderen Bodenverwerfung das Fehlen der Traktionshilfen in Form von Differentialsperren den Vortrieb begrenzen, sobald bereits ein Rad durchdreht. Für hohen Komfort an Bord dieses sehr sportlichen SUVs, auch auf langen Touren, sorgt darüber hinaus das großzügige Platzangebot im Innenraum sowie die Materialanmutung und Verarbeitung. Neben der hier gefahrenen 280 PS Version bietet Alfa Romeo als Antriebsalternativen noch eine 200 PS Benziner Variante und Dieselmotoren von 150 bis 210 PS. Ein besonderes Schmankerl bietet die zukünftige 6-Zylinder Biturbo Version, die den Alfa Romeo Stelvio mit 510 PS beflügelt.